Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley in einer neuen Woche. Ja, und heute ist ein ganz besonderer Montag, denn es kommt Stardew Valley Patch 1.1. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er noch nicht draußen, weil ich am Sonntagabend aufnehme. Ich muss aber sowieso mal schauen, ob das dann alles bei mir funktioniert mit meinem Deutsch-Patch. Ob ich dann einfach die Steam-Version updaten kann und der Deutsch-Patch ganz normal drüber läuft und dann halt nur die neuen Inhalte noch nicht übersetzt sind. Das muss ich mal genauer anschauen. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal raus. Gießen können wir uns heute sparen. Wir haben ja hier mal wieder Regenwetter. So. Und ich werde hier die ganzen Chilis wohl wieder verkaufen. Na, warte mal, wollte ich heute nicht nochmal in die Mine? Ich weiß es nicht mehr. Wollte ich? Wollte ich nicht? Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier erstmal in den Stall rein. Denn wir haben ein Ei. Zack, das kommt da rein. Warte mal, wir müssen Poco streicheln. Ah, Poco sieht gut aus. Ja, und ich würde gerne heute noch wieder ein neues Huhn kaufen. Und vor allen Dingen die größere Tasche. Ganz, ganz wichtig. So. Die haue ich auf jeden Fall schon mal alle rein. Mal gucken. Mal gucken, ob wir noch irgendwie... es ist ja ein Sommergewitter. Ja, aber noch hat es noch nicht gedonnert. Ach, hier übrigens, über diesen Weg habt ihr mir gesagt, komme ich schneller zu der Mine. Wenn ich hier hochgehe und dann einfach nach rechts. Das probieren wir gerade mal aus. Ich will zwar in die Stadt, aber egal. Da war eine Beere. Was kommt denn mit Patch 1.1 jetzt alles? Da sind einige interessante Neuerungen drin. Zum einen, was sehr, sehr cool ist, ist, dass man 5 Maps jetzt hat, zwischen denen man am Anfang wählen kann. Ah, ja, hier komme ich raus. Da bin ich tatsächlich deutlich schneller. Hier oben war ich auch noch gar nicht. Jetzt hat es wieder richtig kräftig gedonnert. Wo sind wir denn jetzt? Hier oben sind wir, beim Bahnhof. Warte mal, hier muss ich meinen Weg freiklopfen. Und das ist ein Bad? So ein Badehaus oder wie? Das ist extrem siffig hier drin. Schön, jetzt haben wir ein Bikini an. Aber lecker ist das hier drin trotzdem nicht. Hier würde ich mich definitiv, würde ich hier nicht schwimmen gehen wollen. Hier kann ich aber auch nichts mitnehmen. Keine Ahnung, es hat bestimmt irgendwann mal noch eine Bewandtnis. Warte mal, was können wir hier machen? Ist das ein Regel? Gegenstände für Frauen. Tampons. Binden. Können wir auch in den Männerbereich? Das ist die Männer-Umkleide. Da kannst du nicht reingehen. Och, Manu. Wir wollten aber doch spannen. Genau, und hier haben wir die Eisenbahn. Hier kommt aber, glaube ich, auch noch kein Zug. Wüsste ich zumindest nicht. Guck mal, was wir hier alles wegsenden können. Das nehme ich mal alles mit. Vielleicht haben wir ja noch irgendwo einen tollen Samenmix drin. Ja, römst dich. Ich war aber dabei zu erzählen. Also es gibt 5 Maps, zwischen denen man dann auswählen kann. Je nachdem, auf welchen Bereich man sich festlegen kann. Es gibt dann solche Fischer-Maps zum Beispiel. Ganz cool eigentlich. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, inwieweit das mit diesem Deutsch-Patch funktioniert. Das muss ich dann selber austesten. Ich habe jetzt nicht geplant, neu anzufangen. Jetzt sind wir hier schon soweit. Aber mal gucken. Solltet ihr Interesse daran haben, dann könnte man ja auch mal schauen, wie das aussieht. Dass man eine Special-Folge macht oder sowas. Dass man mal eine Folge nicht hier in der gewohnten Welt baut. Oder vielleicht schon, aber dann erstmal kurz guckt, wie die Maps aussehen, bei denen man sonst anfangen könnte. Warte mal, 5 Maps? Wir haben 5 Folgen die Woche. Man könnte natürlich auch mal jeden Tag eine Special-Folge machen und wir nehmen die Maps unter die Lupe. Könnte man natürlich auch machen, wenn ihr das möchtet. Oder man macht mal einen Stream dazu, wo ich das zeige. Da steht ja einiges offen. So, ich wollte aber eigentlich ein Hühnchen kaufen und ich wollte in den Markt. Ich wollte mir doch eine neue Tasche kaufen, eine größere. Wo wir jetzt hier gerade bei Robin sind, fällt mir auch noch was ein. Dazu komme ich aber gleich.
Es gibt auch neue Partner, die man heiraten kann, nämlich Shane und Emily. Mal gerade gucken, wer das nochmal war. Wo sind sie denn? Shane kann man heiraten, den finde ich jetzt irgendwie uninteressant. Und Emily könnte man auch heiraten. Und man kann sie scheiden lassen. Ja, auch das ist an den Stardew Valley möglich mit dem neuen Patch 1.1. Es gibt auch neue es gibt auch neue Gebäude. Und da unter anderem, Quatsch, hier wollte ich gar nicht hin. Unter anderem einen Schuppen, wo man alle möglichen Deko-Sachen reinstellen kann. Es gibt neue Schreine zum Porten, habe ich gesehen. Mit Porten und Schreinen kennen wir uns ja noch gar nicht aus. Hat mir jetzt eine neue Aufgabe. Aushilfe gesucht. The monsters known as Schleim. Ja, wir müssen schon wieder die Schleime töten. Ich habe tatsächlich mein Schwert dabei. Dann können wir das ja gleich noch machen. Ha, cool. Dann mache ich das jetzt erstmal so. Ja, wir wollen die Rucksackvergrößerung kaufen. Yes. Du hast etwas bekommen. Große Packung. Dein Inventar hat sich vergrößert auf 24. Die nächste Tasche, die hier steht, ist blau. Kostet 10.000 und vergrößert auf 36. Ja, okay. Und man kann jetzt wohl auch Kaffee herstellen. Also es gibt auch irgendwie neue Böhnchen dann. Die Kaffeebohnen sind wohl für Frühjahr und für den Sommer gedacht. Alle genießen das Wetter, anstatt einzukaufen. Wie kann man denn dieses Wetter genießen? Ich würde gerne Blaubeerensamen kaufen. Wie viel habe ich jetzt? 6. Ich würde gerne 9 Blaubeerensamen mitnehmen. Warte mal, wie lange brauchen die zum Wachsen? Nein, 13 Tage. Ja, toll. Ganz, ganz gewaltig viel Geld rausgehauen. Na, supi. Nach 7 Tagen Mohn könnten wir noch verkaufen. Radieschen. Komm, wir kaufen mal 10 Mohn. Dann bauen wir noch den Mohn an. Und die haben wir ja auch noch. Ach, ärgerlich. Ich schon wieder. Es gibt eine Mühle. Wo man Zucker, glaube ich, und Mehl, wenn ich das richtig gesehen habe, wohl gewinnen kann. Das wird dann auch möglich sein. Sehr, sehr cool finde ich jetzt persönlich. Das war das, was ich eigentlich eben ansprechen wollte. Wir sollten, glaube ich, erst in die... Was mache ich denn hier heute für ein Hackmack? Gehen wir jetzt nur zuerst... Komm, wir pflanzen jetzt an und holen uns noch einen Huhn. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann können wir nochmal Richtung Mine stiefeln. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Man kann dann bei Jody... kann man auch die Gebäude dann verrücken. Das war ja bislang noch nicht möglich. Man musste ja bislang immer, wenn man ein Gebäude verrücken wollte, musste man es ja komplett neu bezahlen. Und da bin ich mega happy drüber, weil da wird bestimmt man auch irgendwann die ein oder andere, ja, die ein oder andere Sache sein, dass ich sage, okay, das hätte ich jetzt anders platzieren sollen. Von daher finde ich das super, dass das gehen wird. Eine neue Quest gibt es auch. Mit dieser Quest verbunden auch neue Orte. Also ich bin mal gespannt. Wir haben ja auf jeden Fall noch jede Menge zu tun. Das wird definitiv noch ein längeres Projekt. Was ich aber cool finde, weil es macht mir echt richtig viel Spaß. Und das sind nur ein paar von den Sachen, die jetzt reingekommen sind. Natürlich auch noch Bugfixes. Da ist noch so einiges. So, ich hätte gerne ein Tier. Ich hätte gerne noch einen Huhn. Was kommt da rein? Mackers. Ich möchte es aber nochmal Lello nennen. Hieß das so oder hieß das so? Ich glaube, es hieß so. Okay, wir haben unser Lello wieder. Gut, dann schicke ich direkt Lello in ihr neues Zuhause. Dankeschön. Und wir haben immer noch einiges an Geld über, zum Glück. Unser Hopfen wäre auch ganz cool, wenn der Slay Monsters. Wir haben 2 Tage Zeit, das ist kein Thema. Was war das andere? Ein Topaz. Ja, okay, das heißt rein theoretisch, da habe ich nur noch heute Zeit für, oder? Ah, das ist blöd. Das ist blöd, das ist blöd. Das werden wir haben jetzt schon den halben Tag rum, das werden wir heute sehr wahrscheinlich nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ja gut, ist dann halt so. So, hier müssen wir mal ein bisschen was frei machen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ach nee, ich hatte ja nur 10 gekauft. So, die pflanze ich jetzt auch ohne an den Mohn.
Mal gucken, wie ich die dann verkaufen kann. So, zack und zack. Ja, ich habe ja hier nochmal 10. Hahaha, stimmt, da war ja was. Gut, dann kann ich hier sowieso, dann kann ich die Reihe hier auch noch fertig machen. Meine Güte, also langsam hier wachsen unsere Felder. Aber gut, das ist ja eigentlich auch so mit der Hauptaspekt, in dem es, um den es hier geht in dem Spiel. Das Farming. Okay. Lello sollten wir auch noch streicheln. Lello sieht neugierig aus, aber auch etwas vorsichtig. Sie gewöhnt sich an das neue Zuhause. Sieht jetzt irgendwie anders aus? Unser altes Hühnchen war doch... Ist ja doch braun. Ah, ist das dann ein weißes Hühnchen? Das könnte sein, ne? Ihr wisst das bestimmt schon. Ich glaube, die gehen mal bei nassem Wetter gar nicht raus, oder? Glaube ich zumindest. So. Ach, ist das schön, jetzt 2 Reihen Platz zu haben. Das ist echt sehr, sehr angenehm. Gut, naja, dann können wir jetzt im Endeffekt können wir jetzt schon einmal wieder den nächsten Tag beginnen. Weil das ist jetzt gerade Quatsch, jetzt um die Uhrzeit noch in die Mine zu gehen. So, ja, wir wollen schlafen gehen. Wie viel Geld haben wir denn heute gemacht? Auch wieder ganz gut Geld. Guck mal hier, 877 Gold haben wir wieder dazu gewonnen. Das ist doch gar nicht schlecht. Damit haben wir schon den 19. Sommer. Jahr 1. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Herbst. Ach, und wir haben wieder schönes Wetter. Das heißt, wir sollten aber auch die Gießkanne mitnehmen. Okay. Gut. Jetzt müssen wir erstmal wieder gießen. Und dann müssen wir definitiv heute in die Mine. Oh, wir haben Post. Müssen wir auch gleich mal gucken, wer uns da geschrieben hat. Ist wahrscheinlich sowieso wieder nur stupide Werbung, aber... Wir wissen es ja nicht vorher. Ja? Von daher gucken wir einfach mal rein. Ach ja. Ich freue mich auch so darauf, wenn wir dann später mal den Pferdestall kaufen können. Könnten wir jetzt auch schon, aber wir haben halt nicht das Material dafür. Ich muss dringend mal schauen, was brauche ich denn? Ich brauche da bestimmt Eisen, um meine Waffen und Werkzeuge aufwerten lassen zu können beim Schmied, oder? Muss ich mal schauen. Oh nein! Genau, auf das letzte müssen wir gleich bestimmt nochmal was erholen. Wir haben jetzt so viele Felder. So. Der Hopfen, da brauchen wir auch noch ein bisschen, bis wir da... das Bier draus brauen können, was die gute Pamela möchte. Gut, dass wir da keinen zeitlichen Druck haben. Oh, da kommt eine Wolke. Bloß kein Unwetter hier. Oh, wir müssen gleich den Hühnerstall auch noch aufmachen. Und unsere Hühnchen knuddeln. Meine Güte, also wir haben jetzt schon... Guck mal, hier, unsere Energie ist schon fast halb leer. Wahnsinn. Ja, mir wurde auch schon gesagt, dass ich im Winter wohl sehr viel Zeit in der Mine verbringen werde, weil man da ja keine Feldarbeit machen kann. Ach, komm schon. So, komm, machen wir die noch einmal voll für morgen. Ja, jetzt habe ich halt auch schon nichts mehr zum... Ich habe nichts zum Essen. Vielleicht finde ich ja was zwischendurch. Warte mal, erstmal noch zu den Hühnchen rein. Hallo, Hanani. Hallo, Puko. Hallo, Lello. Ja, ich wollte gerade schon sagen, hallo Lello. Aber es war ja richtig. So, mach mal hier auf, dann könnt ihr raus. Lello kommt als erstes rausgestürmt. So, Post, was haben wir denn hier? Sie haben Post. Hutmaus. Hallöle, ich verkaufe Hüte, okay. Komm zu Ur-Uralthaus, bring Münzis. Hutmaus. What? Und noch einen? Liebe Cuddy, wie läuft das Leben auf der Farm? Es ist ein wenig einsam ohne dich, aber ich bin sehr stolz auf das, was du tust. In Liebe, Papa. PS, ich habe einen Umschlag mit Geld beigelegt. Er ist von Opa. 500 Gold. Hat er uns noch Erbe hinterlassen, oder was? Ja, ich meine, das Geld ist ja immer ganz schön, aber... Jetzt habe ich hier schon wieder den falschen Weg genommen. Aber egal. Oh, guck mal, 68 Energie. Das ist supi, die sollten wir essen. Aber vielleicht erstmal noch nicht. Ich nehme die erstmal so mit. Denn die bringt uns ja auch noch Leben. Und wenn wir dann gleich womöglich ein paar auf die Nase bekommen,
wenn wir uns in der Mine befinden. Dann ist es ganz nett, was dazu dabei zu haben. Diese Teile, da wollte ich doch auch mal noch was von, noch mehr von bauen. Mensch, es gibt aber auch so viel zu tun in dem Spiel. Ja, es wird halt einfach nicht langweilig. Das finde ich sehr, sehr schön. Das finde ich wirklich super. So, haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen? Das hier sind, das müssten doch irgendwie diese Schreine sein. Kann man sich da teleporten? Keine Ahnung. So. Arme ihr Lieben, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt auf in die Mine machen, verabschiede ich mich erstmal für heute von euch. Morgen geht es dann in der Mine weiter, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir dann noch irgendwie was mit den Aufgaben machen können. Wir haben leider nur noch das mit den Schleimen, aber das kriegen wir definitiv hin. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, soll ich mal eine Special-Woche machen, wo ich mal in die Maps reinschnuppere? Ich weiß ja nicht, wie viel man da sehen kann, ob sich das wirklich lohnt. Oder ob ich vielleicht das mal irgendwie anders lösen soll oder ob ich sage, nee, komm, spiel lieber hier in deiner Welt wieder. Wenn wir die sehen wollen, dann können wir uns die auch selber mal angucken. Ja, ab in die Kommentare damit. Für heute war's das und morgen machen wir die Mine unsicher. Also, bis dahin. Ciao.